Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights, der fünften Session mittlerweile. Und ich weiß auch genau, wo wir hingehen. Müssen nur noch den Weg herausfinden. Ach, ich könnte ja... Da ist die Frage, mache ich das oder mache ich das nicht? Den Portalstein nutzen. Ah, der Weg ist ja im Prinzip genauso lang. Okay. Wir nutzen den. Zack. Und schon sind wir hier. So funktioniert der Portalstein. Was hat Aribert denn dazu? Bringt ihr mir Neuigkeiten über die Kreaturen aus Tiefwasser? Ich habe eine. Kann ich euch sonst irgendwie behilflich sein? Ich habe eines der Reagenzen für das Heilmittel entdeckt. Gut gemacht. Ich wusste, ihr würdet mich nicht enttäuschen. Über den Intellektfresser reden. Das war der Grund, warum der Kontakt zu den anderen im Gefängnis abbrach? Als ob die Pest nicht schon Strafe genug wäre. Wo die anderen, die ich ausschickte, versagt haben, seid ihr zu einem leuchtenden Beispiel geworden. Nie Winter steht in eurer Schuld. Der Kampf gegen die Pest hat die Schatzkammer von verliert. Leider kann ich euch für alles, was ihr erreicht habt, nicht mehr als 500 Goldmünzen geben. Kleiner Augenblick, ich muss mich mal über Handy bei Skype anmelden. Ich kann leider außerhalb nicht schreiben. Das ist toll, wenn die Leute immer dann anschreiben, wenn man... ich will nicht drüber reden. Ich habe ein zu langes Passwort. Oh, oh. Bitte die eingegebenen Daten prüfen. Leck mich fett weg, du Penner. So, was hat sie gesagt? 500 Goldmünzen? Das ist eine Frechheit. Wenn ich entscheiden könnte, würde ich euch ein halbes Königreich für eure Leistungen schenken. Ja, das war richtig. Doch die Schatzkammer ist praktisch leer. Die Quarantäne hat die Stadt viel gekostet. Bitte die angegebenen Daten prüfen. Ich kenne das Passwort von Skype nicht. Ist mir jetzt scheißegal, muss warten. So. Tut mir leid, Shadowlight, du musst warten. Kann ich euch sonst irgendwie helfen? Nee, tschüss. Lebt wohl. Möge Tier eure Schritte lenken. Welches Tier? Gut, haben wir noch das Gehirn? Haben wir das Gehirn übergeben, oder was? Obwohl der Fund nun bereits in den Händen von Albert ist, würde auch sehen, dass Sibyl, die Rangehöchstoffizierin, der halben so viel wohl noch eine Belohnung für ihn springen lassen. Ja, das wollen wir doch nochmal gleich mal ausprobieren. Ich glaube, die ist im Gefängnis Halbinselviertel. Da müsste die, glaube ich, noch sein. Da werde ich mich einfach mal hinbegeben. Ihr seht übrigens, Segnen hielt. Hild ganz schön lange. Also Segnen hält schon ganz schön lange. Anscheinend ist eine Runde doch mehr, als ich dachte. Oder ist es einfach nur verpackt? Das kann auch sein. So, hier unten muss ich hin. Hä, wo renn ich denn hin? Ah. Ich will nämlich jetzt nicht schneiden, deswegen will ich ja... Ja, muss erwarten. Ich finde es immer toll, wenn Leute einen anschreiben, wenn... Ich schreibe die an. Und Stunden später kommt die Antwort. Um Stunden später, so 3 Stunden später. Naja, gut, es ist nur 1 Stunde. Da habe ich gefragt. Die Antwort kam 15 Minuten zu spät. So, da ist sie. Oh, hallo. Wie gut, dass noch jemand am Leben ist. Oh, ja. Ich weiß nicht so genau, was im Gefängnis geschehen ist. Aber es hat alle hier draußen arg mitgenommen. Boah, was ist das denn für eine Stimme? Die Sträflinge, die sich befreit haben, scheinen ihre Buffs abgelaufen zu haben. Und weniger bösartig zu sein. Sicher sind sie immer noch gefährlich, aber immer den Aufstand verursacht hat.
scheint nicht mehr da zu sein. Ich habe dafür keine Erklärung. Der stand unter dem Einfluss von irgendwas. Ja. Ja, ich hörte, es war der Intellektfresser aus Tiefwasser. Ich habe auch gehört, dass ihr seine Überreste Aribet übergeben habt. Gute Arbeit. Ihr Wort ist Beweis genug, dass ihr die Aufgabe gelöst habt. 300 Goldmünzen, das Gefahrenzulage werden genügen, nehme ich an. Ernsthaft. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Ihr bietet mir besser etwas mehr an, gute Frau. Es wäre wirklich schade, wenn euch etwas zustieße. Ihr hattet eure Aufgabe zu erledigen und das habt ihr getan. Hier ist euer Lohn, 300 Goldmünzen. Ich werde euren Versuch, mich zu bedrohen, in meinem Bericht erwähnen. Ups. Und nun entschuldigt mich bitte, ich muss den Bericht für Fürst Naschi vorbereiten. Es geht ihm nicht gut, doch die Nachricht von eurem Erfolg wird seine Stimmung sicher etwas heben. Ja, ja, gib ihm ein paar saure Drops, der Mager. Dann fühlt er sich besser. Gut, wir haben was Gutes gemacht. Und immer noch die Quest da? Ne, hier. Gut, die Pest und Tiefwasser. Tja. Hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Aber wir haben da eine Quest. Da. Die ich viel zu lang finde. Ja. Da bin ich sprachlos. Jetzt gehen wir erstmal zum anderen Punkt. Und wow, da hat es mich gerade gebeamt. Das ist die richtige Art, die Dinge anzupassen. Sie müssen sich fügen. Wo geht's denn da entlang? Hafenviertel. Ich grüße euch. Der Seuche Tod hat ihren Tribut jenseits dieser Tore gefordert und die Gegenden dort noch gefährlicher gemacht, als sie ohnehin schon war. Fürstin Aribeth hat uns befohlen, den Zugang zu beschränken. Mit anderen Worten, mir ist klar, dass ihr von Leichenfeuern weg wollt, aber wenn ihr ins Hafenviertel wollt, braucht ihr den Quarantänepassierschein. Hat mich einberufen. Einige Fragen zum Hafenviertel? Kann ich euch irgendwie helfen? Nun, ihr könnt bei der Torwache auf der anderen Seite melden. Vielleicht weiß sie etwas über... ich soll besser nicht darüber sprechen. Seht, ich bin hier, um zu helfen. Vergessen? Ach, shit. Tut mir leid, aber ihr müsst euch an den offiziellen Stellen halten. Wie schlimm ist es dort drin? Es sieht schlimm aus. Ich würde nicht unbewaffnet gehen. Außerdem würde ich an eurer Stelle alle Wertgegenstände verstecken. Im Prinzip kann man sagen, dass Verbrecher das ganze Viertel kontrollieren. Wir wachen, versuchen unser Bestes. Aber wir sind nicht zahlreich genug. Gibt es sonst noch etwas? Nee, tschüss. Ja, ja, macht euch auf den Weg. Ich will nicht wissen, was ich gerade mache mit der Wache. So, ich kann noch einfach durch. Hafenviertel. Identifiziert euch, Bürger. Okay. Hallo. Was? Bei den Höllen macht ihr hier? Ist ja nicht so, dass ich etwas gegen Hilfe hätte, aber... ich dachte eigentlich, es würde niemand die Erlaubnis haben, das Viertel zu betreten oder zu verlassen. Hey, einen Augenblick. Ihr seid einer der neuen Rekruten. Hat Aribet euch den Auftrag aufgebürt? Naja, dann kann ich euch nur viel Glück wünschen. Wenn ihr hier patrouillieren sollt, ihr werdet das brauchen. Ist es so schlimm hier? Das hier
ist das Hafenviertel. Ich will ja nicht zu laut sprechen, aber jeder weiß doch, dass hier im Hafenviertel ziemlich üble Typen das Sagen haben. Jetzt, wo das ganze Chaos durch die Pest herrscht, scheinen sich alle wie wilde Tiere zu verhalten. In den Straßen wimmelt es von Schlägern und Halsabschneidern. Es wimmelt von ihnen. Es wimmelt vor ihnen. Was? Heißt das nicht, es wimmelt von ihnen? Das Genitiv ist des Dativs tot. Ne. Ich muss sagen, also so einen kleinen Inzest-Einwurf wollte ich schon sagen. Haha, er hat Inzest gesagt. Wollte ich mal sagen, das ist eine super Sache hier, das Sprechen zu üben so ein bisschen. Und ich liebe das Spiel eigentlich. Langsam fange ich es an zu lieben. Habt ihr irgendwelche seltsamen Kreaturen gesehen? Was denkt ihr? Ein einfacher Soldat wie ich hat vielleicht rein zufällig einen von Aribets wertvollen Kreaturen aus Tiefwasser gefunden? Wollt ihr das wissen? Ja? Pah. Man hat mich kurz über die Sachlage informiert und seitdem sitze ich hier fest. Warum erzählt man mir überhaupt noch von den Kreaturen, wenn ich ohnehin nicht nach ihnen suchen soll? Das Einzige, was ich sehe, während ich hier rumstehe, sind mehr von den verdammten Gaunern. Sie sollen alle verrotten, sage ich. Ja, kann ich irgendwie helfen? Versucht ja nur keine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Ich möchte ja schließlich nicht von einem aufgebrachten Mob abgeschlachtet werden, noch bevor mich die Pest erwischt. Ihr wollt den Helden spielen? Mach nur. Aber was mich angeht, könnt ihr die wilden Tiere in diesem Viertel hausen, ruhig über einen anderen herfallen. Ja, ja, tschüss. Seid im Hafen ja sicher. Seid im Hafen sicher. Ja, vorsichtig, es treiben sich hier eine Menge Schläger und Gauner herum. Man soll das ganze verdammte Viertel einfach verbarrikadieren. Habt ihr doch schon. Gut, wo ist mein Wolf? Da ist der Wolfkiller. Wolfkiller. Neighbor. Meuchler. Ich dachte, das wären einfach mühelos. Pff. Yes. Das Licht kann nie erlöschen. Habe ich den angegriffen? Habe ich gar nicht gesehen. Oh, Malachit. Danke. Oh, Geld. Danke. Hallo. Nimm's auf, wenn du ein Kleriker bist. Nimm's auf. Hallo. Ich mache gar nichts, Freund. Ich sitze hier nur in der Ecke rum. Wisst ihr, warum sich... Ne, wie lautet euer Name? Ich habe keinen. Oh nein. Bitte nur so ein namenloser Typ an der Ecke. Niemand, über den man sich aufregen muss. Ihr solltet... Vorsichtig sein mit eurer Ausrüstung, da... Sieht sehr wertvoll aus. Ja. Ziemlich wertvoll. Oh ja. Willst mich angreifen? Hallo. Was? Ich verfolge doch niemanden. Schlendere. Ja, genau. Ich schlendere herum. Ach, der hat mich verfolgt. Wieso ist es auch immer so dunkel hier? Warum liegt hier überall Stroh? Ich habe ihn nur nochmal angesprochen. Okay. Er sollte mir anscheinend folgen. Glaubt ihr, ich wäre ein Idiot? Ich kann auch sehen, dass ihr mich verfolgt habt. Ne, Moment. Ne, das hier oben. Das ist das Böse. Ihr schlendert noch schnurstracks in euer eigenes Grab. Warum verfolgt ihr, wildfremden Leuten? Ich wollte nicht. Ich meine, ich... Ach, verdammt. Wenn das so weitergeht, kriege ich das Gold nie zusammen. Jetzt passt mal auf, ich will keine Schwierigkeiten. Ich war nur auf der Suche nach leichter Beute. Offenbar fallt ihr nicht in diese Kategorie und ich werde dann mal besser einfach gehen. Spazier einfach woanders hin. Arschloch. Oh, kein Problem. Macht euch keine Sorgen. Ich gehe dann einfach mal. Aber schönes Zeug, das ihr da habt. Schönes Zeug, ja. Alter, es wird ein bisschen dunkel. Ich gehe mal rasten. Dann habe ich meine menschliche Fackel gleich wieder an. In der nächsten Folge geht es weiter. Ich muss jemanden
Finden, komm zu Papa. Der ganz komischer Typ, der Naibor. Okay. In der nächsten Folge geht's weiter. Dankeschön fürs Zusehen und bis dann. Bye, bye.